Hallihallo und herzlich willkommen, du lieber Krebs. Schön, dass du da bist. Spät, aber doch habe ich hier ein vierbeiniges Freundchen, was hier jetzt mich gebraucht hat und sich eingewöhnt hat. Und das ist total schön. Und wir sind jetzt hier, um uns mit diesem Reading anzuschauen, was jetzt der Mai so bringen will. Und ich kann dir jetzt schon sagen, der Kampf ist vorbei. Hier geht es wirklich darum, um aus einer alten Atmosphäre auszusteigen, aus einem alten Zustand auszusteigen, wo es darum gegangen ist, das sehen wir dann auch hier beim Rat der Hohepriesterin, aus einem Kampf, aus einer Verbitterung, aus einer sehr versteckten Tiefen bei den meisten oder bei vielen und bei anderen wirklich schon an der Oberfläche auch, hier zu sagen, okay, nein, sind meine Wünsche, was ist meine Klarheit, um was geht es denn eigentlich bei mir tief in mir drinnen, was sind denn eigentlich meine Gefühle, in welcher Situation, wo habe ich mich vielleicht auch immer mal wieder unter den Scheffel gestellt, wo habe ich immer wieder meine wirklichen Träume vergraben und was will ich jetzt haben auf dieser Welt. Und das ist ein ganz wichtiger Umbruch und auch der Rat der Hohepriesterin, was wir dann gleich sehen werden, wird dir dann auch sagen, dass es darum geht, dich zu öffnen, dich freizulassen. Und wir sehen auch hier, es geht darum, aus einem alten Schmerz, ja, das zu lernen, was du für deinen Seelenplan gebraucht hast, die Erkenntnis darüber aufzunehmen, anzunehmen, um hier aus dem Regen aufzuerblühen, den Regen als Wachstumsschub zu sehen und hier zu erblühen wie eine wunderschöne Blüte und dich da dann in deiner Kraft, in deiner Macht, ja, und an dem Schönen, ja, und den Blumen dran zu laben, ja, weil die Sense hier wunderschön gezeigt, auch auf diesem Kartenblatt, hat tatsächlich die Blumen auch schon drauf. Und da haben wir den Hund und das wird zum Erfolg werden, ja, dass du quasi aus den Blockaden, die dich blockiert, also das, was dich blockiert hat, auferstehst, indem du loyal und liebevoll dir selbst gegenüber bist, ja, und das führt zum Erfolg. Das wird dann gefüllter Kelch jetzt sein und das wird angestoßen im Mai jetzt und du bist nicht allein und darfst hier jetzt wirklich dich deinen Träumen widmen. So, und wir haben hier jetzt schon als die Hauptbotschaft, die Hauptenergie, haben wir eben drinnen, alle Wege führen nach Hause. Und ich kann dir jetzt schon sagen, ich habe mich ein bisschen, ihr seid ja die ersten Wasserzeichen jetzt und es war so ein bisschen eine Verhinderungsstruktur drin. Ja. Ich habe gemerkt, ich wollte mich schon ein paar Mal zum Reading hinsetzen und ich achte ja immer, wenn ich schon committed bin, ein Reading zu machen, was passiert dann außen? Ja. Was passiert dann in dem Moment, wo ich mich quasi schon mit dem Thema verbinde? Und das war wirklich so eine Vermeidungsstrategie ein bisschen. Ich würde jetzt eigentlich gern wollen, aber nein, dann doch wieder nicht. Ja? Und wir haben jetzt hier auf dieser Karte, ist das so wunderschön, hier in der Mitte steht deine Kraftoase, dein Zenit und man sieht, die Frau will sich dem schon hingeben und hat schon die Hände dorthin und hat Sehnsucht danach, in dieser Kraftoase anzukommen. Ja, und sie geht jetzt einfach Schritt für Schritt. Ja, sie hat jetzt schon die ersten Hürden quasi, hat sie schon genommen und jetzt geht sie da in diese Mitte hinein und darf sich dort dann in ihrem Strom, ja, verbunden fühlen und eben sein. Einfach sein. Und das ist wunderschön, weil du darfst dich hier als der Mittelpunkt erleben, als die vollkommene Matrix in deinem Leben, als der Dreh- und Angelpunkt, die Einheit, um die es geht, wo es fließt und in Verbundenheit leben und den Mut dazu haben, dich zu trauen, einfach auch diese Verbundenheit, ja, für diese Verbundenheit aufzumachen und wirklich zu schauen, was willst du in deinem Leben? Und damit endet dieser Zyklus für dich. Wunderschön. Weil der Kampf will hier beendet sein. Du willst wieder gut schlafen, du willst wieder, es kommt immer das Wort einfach sein. Du willst wieder schöne Träume haben, du willst dich wieder, ja, immer wieder dieses Laben, ja, du willst dich an der Schönheit des Lebens laben. Du hast sicher schon vieles miterlebt und jetzt ist es der Fokus, um den es jetzt geht, um deine Kraft zu tanken, um dich zu sehen, um dich zu spüren, um deinen Neuanfang zu haben und wirklich zu sagen, ich liebe mich. Und das Universum sagt ja, ich liebe dich. Und ich habe so das Gefühl, hier gibt es auch jemanden oder kommt jemanden, der dir genau auch das im Außen widerspiegelt. Das können jetzt natürlich auch Freunde sein, wichtige neue Begleiter, ja. Aber es kann auch wirklich eine Partnerschaft damit gemeint sein. Das war so der erste Impuls, den ich da mitbekommen habe. Wunderschön. Was kommt dieser Energie hinzu? Und das war, glaube ich, jetzt das, was so ein bisschen die Schwere kurzfristig reingebracht hat, bevor das Reading begonnen hat. Und zwar die Annahme der
Ungerechtigkeiten in der Vergangenheit, ja, wie soll man das am besten sagen? Ja, man hat sich da vielleicht manchmal entwurzelt gefühlt, da waren vielleicht Korrigierungen, ja, und das will man korrigieren, also man will die Vergangenheit korrigieren, ja, es waren schon Korrigierungen von der Schutzlosigkeit, sagen wir es mal so, aber man will die Vergangenheit korrigieren, das Unrecht korrigieren. Und das, um was es hier geht, ist das Unrecht korrigieren. Können wir nicht. Wir können aber unsere Sicht korrigieren. Wir können unsere Gefühle korrigieren. Wir können unsere Entwurzelung korrigieren, indem wir uns wieder mit Mutter Erde verbinden, in die Annahme gehen, das göttlich-weibliche Prinzip für uns integrieren, die Annahme, das wieder fallen lassen, das wieder für die Gefühle aufmachen, um dann darin mit unseren Begleitern Klarheit zu spüren. Na, da haben wir eine ganz irdische, wunderbare Klarheitsenergie, die eben zeigt, dass Mutter Erde da ist, dass sie sich verbinden will. Und die tiefen Gefühle, auch hier haben wir natürlich, ja, auch Mutter Erde Symbol, die tiefen Gefühle, ja, das ist wirklich dieses, oh, komm auf Mutter Erde an, ja, auch wenn es hier manchmal schwer ist, auch wenn es hier manchmal ungerecht ist, ja, auch wenn hier vieles ist in dieser Polarität und in dieser Dualität, die wir manchmal gar nicht verstehen können, wo vielleicht manches sinnlos erscheint, ja. Wir haben uns ausgemacht, als Seelen hierher zu kommen, im Kollektiv vereint, um unsere Träume zu leben. Und das ist noch das, was so ein bisschen im Clinch steht, habe ich das Gefühl, in dir drinnen. Ja? Nicht das Wissen, ich glaube, das Wissen, das weißt du. Aber die wirkliche Annahme, das richtige Begreifen davon, wie das in der Tiefe auch wirklich geht, ohne einen Kampf, ohne einen Groll dagegen zu fahren, sondern das anzunehmen und trotzdem zu sagen, ich bin da und ich mache auf für all das, was jetzt durch mich geschehen will und mache mir wieder meine Ziele klar und traue mich wirklich hier jetzt für mich erfüllt zu leben. Wunder, wunder, wunderbar. Eine großartige Botschaft ist das. Am 28. Mai lade ich dich deswegen auch herzlich ein, dabei zu sein im Memberbereich unten, dein Weg zu dir. In der Infobox hast du den Link, kostenfrei registrieren. Ich weise dir dann auch den Kurs zu. Du kannst ihn natürlich auch gleich buchen, es ist kostenfrei. Und dann hast du den Link auch drinnen in den Lektionen, wo du dann am 28. einfach darauf einsteigst und dann live in den Zoom mit mir hineinhupfst, wo wir genau das machen. Die erste Schritte, seinen Kanal einzunehmen, sich zu spüren, sich wahrzunehmen, das Leben wieder anzunehmen, weil ja, es ist nicht das Mentoring und es ist auch nicht die Ausbildung, aber es sind die ersten Schritte. Und wenn du mit mir mitgehen willst, ja, zum Beispiel die pure Transformation beginnt wieder im Juli jetzt, Ende Juli für Young Spirits, also für alle, die sich ein bisschen verloren gefühlt haben, einfach auch auf dieser Welt und das noch nicht etabliert haben für sich, die da noch unsicher sind mit ihren Fähigkeiten und mit ihren Begabungen. Und da will ich trotzdem, dass dann schon so ein großes Potenzial da ist, dass dann schon ein Fundament aufgebaut ist, bevor wir in den Kursen starten, weil wir dann einfach schon ganz eine andere Energie haben und miteinander schwingen. Und weil es darum geht, in die Einheit zu kommen. Und das sehen wir auch hier. Wir haben hier, und das ist die hinzuströmende Kraft bei dir, haben wir hier wie Mutter Erde, die verbunden ist mit der Sonne, mit dem Kosmos, ja, mit auch über die Haare, ja, mit ganz empfangend, annehmend die Kraft des Universums quasi in sich aufdankend und hier jetzt sich gebärend auf Mutter Erde. Wunder, wunderschön. Die Erneuerung will jetzt zu dir und wird angestoßen tatsächlich. Weil was endet hier, was geht heraus? Und da haben wir die Vaterfigur. Und ich habe so auch ein bisschen das Gefühl, nicht nur, dass ein Vaterthema endet, sondern auch, dass es darum geht, einen Groll gegen das Universum oder gegen die Bestimmungen, gegen die Gesetzmäßigkeiten, gegen die Seelenpläne vielleicht auch, ja, gegen die Schutzlosigkeit, gegen das, dass man sich eben vielleicht nicht wohl gefühlt hat, nicht getragen gefühlt hat, nicht so geliebt hat, wie man es sich gewünscht hätte von einem Vater und das vielleicht auch immer wieder in Partnerschaft mitgeschleppt hat, sofern man auch auf Männer steht. Aber auch als Mann, ja, mit einer Frau und auch als Frau mit einer Frau, als Mann mit einem Mann, egal was es alles gibt, ja, wie man sich fühlt, ist doch völlig wurscht hier, sondern wo die Liebe halt einfach fließt, ja, und einfach in dieser Partnerschaft, ich habe das Gefühl, es geht darum, Partnerschaft auch zu erleben, Verbindungen auch zu erleben und da aufzumachen für sich und nicht immer so wie auf dem Absprung zu sein oder das Gefühl zu haben, man ist in einer Partnerschaft allein oder man ist in einer Verbindung allein, weil man eh viel selber machen muss. Ja, also der Halt ist richtig, ja, hat irgendwie gefehlt.
So, und das geht aber raus, dieses Gefühl. Und das ist es ja auch, um was es geht. Ja? Je mehr du dich erneuerst, je mehr du dich dem hingibst, dass hier einfach Ungerechtigkeiten stattgefunden haben und dir jetzt deine eigene Freiheit zusprichst, die hier in der Ahnenlinie schon nicht drinnen war. Ja? Hier haben sich die Frauen in deiner Ahnenlinie oder die Annahme der Ahnenlinie, kann auch über die männliche Ahnenlinie sein, ja? Das Annehmen, das Frausein, das sich wirklich erleben, das aus sich herausgehen, da war schon eine Zurückhaltung drinnen aufgrund von falschem Wissen, aufgrund von Zurückhaltung, aufgrund von noch nicht integrierter Schattenleben, integrierter Dualität, ja, oder immer wieder so ein Kampf da drinnen war. Das ist ja alles im unbewussten Bereich und das kommt jetzt empor für dich. Und das, wie du dich da unterstützen kannst, ist tatsächlich, indem du den Sinn dahinter erkennst und dich nicht gegen die Gefühle wehrst, weil alle Gefühle sind es wert, gefühlt zu werden, so gesehen, wenn sie in deinem System schon vorhanden sind. Also dich da nicht versperren, sondern den Sinn hinter den Gefühlen stehen. Für mich sind Gefühle wirklich so ein Instrument, um sich anders zu begreifen, um sich zu verstehen, um Zusammenhänge zu verstehen. Und oft ist es so, wie ich das mitbekommen habe und wie ich auch in den Mentorings immer wieder mitbekomme, auch bei eben allen, die da teilnehmen, dass wir oft unsere, was denn? Ja, alles gut, das ist nur der Wind. Dass wir oft unsere Gefühle eigentlich gar nicht so richtig begreifen. Und darum geht es bei dir. Die Offenheit, den Sinn im Sinne von die Hingabe. Wir sehen hier eine Frau mit der Kraft, mit dem Löwen, die ihre eigene Symphonie spielt. Ja? Und durch deine Gefühle, deine eigenen individuellen Gefühle, wie du sie verknüpfst, wie du sie spürst, wie du sie wahrnimmst, ja, kommst du in deine Symphonie. Und das ist ganz wichtig und das hilft dir hier auch, dieses Ahnenthema, ja, anders zu erfahren und ab jetzt anders für dich zu begreifen. Wunder, wunder, wunderschön. Denn dein nächster Schritt ist die Seelenenergie, die Hingabe auf der Lichtseite, dir selbst gegenüber, dem Universum gegenüber, Erde und Kosmos miteinander zu verbinden, miteinander zu schwingen, hier aber auch auf der Erde in Verbundenheit mit anderen. Wunderschön. Vielleicht sogar eine wunderbare Partnerenergie, der du dich jetzt auch hingeben wirst. Und wir haben den Rat der Hohepriesterin, die sagt, mach auf, lass los, ja? Lass die Transformation in deinem Herzen geschehen. Es ist wunderbar, was dir da passiert, ja? Du darfst es auf dieser Erde gelebt als Erfüllung sehen. Also, du lieber Krebs, ich wünsche dir jetzt eine wunderbare transformative Reise. Ich hoffe, wir sehen uns am 28. Und wenn nicht, dann haben wir uns auf jeden Fall nächstes Monat wieder. Ich freue mich schon sehr. Bis dann und dir jetzt eine wunderbare inneres Spüren und tiefe, gefühlvolle, ja, sinnhafte Innenreise. Bis dann. Baba.